Hallo und herzlich willkommen. Ich wollte vielleicht meinen Kanal begrüßen. Recht herzlich zu einer weiteren Runde NHL 22 in der Ausgabe des BR Pros. Ja, ich hoffe, ich geht es euch gut. Ihr seid so gut drauf und ich habe es bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einer Doppelniederlage in der letzten Ausgabe versuchen wir heute die Scharte wieder auszugleichen und zu Hause zu gewinnen. Wir haben die geilsten Fans der Welt im Rücken, den Heimvorteil plus Verteidigung und die Tore und unsere Gäste aus New Jersey haben überhaupt keine Vorteile, bis auf die mit angereisten Fans, die was sie nach vorne pushen werden. Aber unsere Fans sind die Besten, sie sind lauter und sie sind geiler, was die Stimmung betrifft. So, auf geht's. Vielleicht haben wir ja das Glück und mit der nächsten Geldausgabe kriegen wir einen nächsten Fähigkeitspunkt. Schauen wir mal, was man das Bulli bringt. Schauen wir mal, was man das Bulli bringt. So. Ah, im Moment noch gar nichts, als Bulli verliere. So, jetzt hat. Ich bin schon da, ich bin schon da. Devilrinos, der ins Spiel kommt. Schauen wir mal, wo ist der Rest? Wollen in New Jersey. Coole Gegend. Wenn ich heute nach Amerika fliegen darf, würde ich mir das Orange County Chopper zuschauen. Wie gesagt, man hat gerade immer was erwarten. Wenn der HP nicht zum Puck kommt, kommt der Puck zum HP. Und Schuss und na, funktioniert auch nicht. Ah. Jetzt kannst du wirklich sagen, Teufel noch eins. Das kann nicht vorbei. Das war meine Chance gewesen. Zu fix. Aber da haben wir. Der Keil nutzt es. Schnapp, schnapp und drin ist. Hervorragend, hervorragend. 1 zu 0. Hoffen wir, bleibt so. 22. Ja. Zumindest so, wenigstens nicht 2-1 gegen uns. Aber wir gehen mit 2-1 in die Drittelpause durch unseren Niklas. Dann nimm ihn nicht mit. Ein Check mache ich schon, aber ich nimm ihn nicht mit. So was Übles. So was Übles.
Mal wieder ein bisschen lauern auf Star. Wer kriegt das geben dann mehr als wir einer. Die gewinnen wir. Puckcheck funktioniert. Ah, aber die kommt um die Scheibe, verliere ich. So, auf geht's, auf geht's. Puckcheck funktioniert. Scheibe ist in unserem Besitz. So. Und die verliere. Check funktioniert. Der will spielen, der haut das Eishockey. Aber frage nicht, wenn ich komme. Wie ein Eisbärnackelfight. Was passiert was? 2-2, das habe ich mir fast gedacht. Ich habe mir das ja fast gedacht. Ich wollte nichts sagen, weil nicht, dass ich es verschrei. Ich muss einfach denken, USA, USA. Auf geht's, nicht das letzte entscheidende und gefährliches Drittel. In der ersten Begegnung hier am Dienstag. Jetzt ist keine Strafzeit geben gegen New Jersey. Aber ich habe einen Pluspunkt gekriegt. Das ist schon mal gut. Jetzt kommt's. Lauf zur Bank. Na, schauen wir mal.
Oh, jetzt hat. Ah. Jetzt würde ich schon sagen, das war ja mit Teufels und so. Das ist auch klar, wir spielen gegen die Devils. So, da, der Puckcheck hat funktioniert. Und da funktioniert das Tor jetzt endlich. Endlich 40 Tore in dieser Season. Meine lieben Sportsfreunde. Ah, kassieren wir wieder Punkte ab. So. Gasttor leer. Jetzt müssen wir das Tor verteidigen. Männer von Winnipeg. Und Deutschspiel schießt das zweite Tor am heutigen Abend. 41 Tore, meine lieben Sportsfreunde. 22 Assists, 10 Kämpfe, 9 gewonnen, 1 verloren, 5,4 Sekunden, da wird nicht mehr viel passieren. Ah, zu früh, Teufel noch eins. Gasttor leer, aber wir gewinnen, meine lieben Sportsfreunde, 4:2. Und somit beginnt der erste Stein der neuen Siegesserie, hoffentlich. Da haben wir einen Star mit einem Tor, zwei Assists. Ich bin Star Nummer 2 mit 2 Toren. Und Star Nummer 1 ist der Connor mit einem Tor, zwei Assists. Haben wir 3 Stars, 4 Tore, 4 Assists. 62 Punkte für die Division, 62 Punkte für die Liga. Und ich als Topscorer kriege auch nochmal 2 Punkte dazu. Dann bin ich von 61 steige auf 63 Punkte. Ich sage es euch wieder gern, ich glaube, dass der Wechsel zu die Jets die beste Entscheidung war. Und so wie es die Eishockey-Götter wollen, so schaffen wir auch den Stanley Cup. All right, let's go around the horn and see what happened elsewhere around the NHL tonight. The Devils were on the road to take on the Jets. Winnipeg perseveres in this one, and they get the victory. Let's take a look at the rest of the... Wachstum ist ein B77. Schauen wir jetzt nicht, schau jetzt nicht lang nach. Dann simulieren wir uns nach vorn. Okay, everybody, let's take a quick look at some of the final scores around the league tonight. The Blues were hoping their offense would show up in a big way against the Blackhawks. Chicago takes home the winner in the shootout. We'll check the inbox, we'll check the text line and hear what you have to say next. Haben wir die Party, ja. Ah, die Kunst da, dann brauchen wir gerade nur die Party. Colorado, wir kommen. Wir haben Tore und Angriff auf unserer Seite plus ein paar angereiste Fans im Petto und unsere Gastgeber, die Colorado Avalanche, haben den Angriff auf ihrer Seite plus den Heimvorteil und die geilsten Fans von ihrer Seite auf ihrer Seite.
So da. Auf geht's. Hier in Denver. Passt. Haben wir verloren. Dann müssen wir gegen dieses Helfer spielen. Da wird jetzt der Spieler denkt, na, warum denn? Da hätte doch einige müssen, aber der vom HP geht eine. 42 Tore in dieser Season. Hervorragend. Das Bulli kennt zwar Winger, aber das erste Tor mache ich dafür. Schauen wir mal, wann die erste Auszeichnung kriegt. Keine Ahnung, wie viele Tore das Tor macht. 500 oder keine Ahnung. Lasst es uns herausfinden. Im Dauerprojekt BR Pro und NHL 22 am Dienstag. Ah, Schott, Schott. Ist jetzt nicht ausgegangen. Ah, auch nicht. Jawohl, aber zumindest haben wir noch angefangen und abgeben. Sind wir 40 Sekunden im ersten Drittel. So, auf geht's. Zweites Drittel. Meine lieben Sportsfreunde. Kutsch. Es passt jetzt ganz gut zu unserem Lifestyle und es passt dann einfach gut, dass wir jetzt auch einen auf Star machen, Geld ausgeben einfach mal so richtig auf gut Deutsch auf die Kacke hauen. Das Geld, was wir verdienen, gehen wir gleich wieder aus. Auf geht's, der 11. Kampf in der Season. Und ich gewinne. 10 Kämpfe gewonnen. 11 Kämpfe davor wie 10 gewonnen. 1 verloren. Meine lieben Sportsfreunde. Der Kampfsportler Hintergrund, der entscheidende Faktor in solchen Kämpfen. Zwei zu null, passt gut, 8:43.
Wahrscheinlich werden wir gleich auf die Bank raus müssen. Ah, wir starten von der Bank weg. Okay. Passt. Es schaut so aus, als wenn ich so ganz nur vom Bordflug steht hat. Geht's? Da muss ich wieder aussehen. Ein Satz vorbei vom Endspiel. War zu 0 noch im zweiten Drittel, auf geht's. Letztes und entscheidendes Drittel in dieser Ausgabe, meine lieben Sportsfreunde. Und die haben wir verloren. Ah, Teufel, noch eins. Kim schon. Bleib konzentriert, das Spiel. Bleib konzentriert. Jawohl. Ich möchte in der Season möchte nämlich den Stanley Cup gewinnen, weil ich Kapitän bin. Man kann den persönlichen Empfang nehmen. Die Stanley Cup Trophäe. Kim schon. 17.41. 17.38, entschuldige. Das war ganz knapp gewesen, dass er 3 zu 0 wird. Für Winnipeg. Für die Jets. So. Mach sie kalt, ja. Das ist irgendwie brutal. Thank you.
Jetzt haben wir 5 Minuten noch. Und da ist das nächste Tor am heutigen Abend. 43 Tore in dieser Season. Ich kratze am Hattrick. Es muss jetzt teuflisch Punkte abgeben. Ich muss da endlich irgendwie nach oben schießen. Und ich gewonnen. Und wahrscheinlich werden wir jetzt gleich danach einen Fähigkeitspunkt kriegen. Und ärgert mich, weil ich mir so ins Bulli eingesetzt habe und nicht warten habe können auf den Scharfschützen. Aber ist gleich, dann ballern wir mal die ganzen ersten weg. Und dann haben wir wenigstens da. In Ruhe, dann können wir auf uns warten, weil wir spielen. Wir müssen das Charisma bis Lauf bringen. Jawohl, ein Assist habe ich. Der 23. in dieser Season. Ich bin 30 genau. Bulli haben wir gewonnen. Kuhn nicht nehmen wir. Ah, aber einen zweiten, aber einen Assist kriege ich wenigstens. Der Keil hat mir geholfen. Lieber wären wir das Tor gewesen, aber ich habe zwar jetzt 2 Assists, das sind 4 Punkte, was ich zu den 63 dazu kriege. Und ein komplettes A habe ich. Und den Sieg haben wir. 43 Tore, 24 Assists. Hervorragend. In der regulären Zeit haben wir sogar auch noch gewonnen. Mit 5:0. Unser Goalie ist auf Platz 3. Auf Platz 2 ist der Keil mit 2 Toren, 1 Assist. Und auf Platz 1. Müsste die sein mit 2 Toren. Jawohl, auf Platz 20 bin ich. Mit 2 Toren, 2 Assist. Dann haben wir 3 Stars, 4 Tore, 3 Assist. Schreiben Sie uns gerade. Da haben wir ja die Dienstagfolge erfolgreich abgeschlossen. Ausgabe. So. Dann geben wir noch ein bisschen Geld aus. Du musst selber sein, man muss ja ein bisschen auf die Kacke hauen. Let's check in on some of the final scores across the league tonight. The Jets had an on-ice collision with the Avalanche. Winnipeg played a great defensive game, but they turned it up a whole next level in front of the net. They get the clean sheet shutout. With this one in the books, there's a few other final scores we'll get you caught up on at this time. The Sabres were looking to grab points on the road against the Flyers. Philadelphia tallies up the shutout performance thanks to a great effort between the pipes. The Flames took to the road to match up with the Predators. Calgary pulverizes the opposition with a big offensive night. We are as cool as ice, and we are bringing you many more stories from the NHL. We're doing it next. Ah, Troy. The Troy. Was hältst du von?
Er ist nicht so überzeugt. Aber ich hab's probiert. Ich hab's probiert, liebe Mitspieler. So, Autos haben wir, Eigentum haben wir. Dinge haben wir. Glaube ich mal, Personal haben wir. Eigener Fahrer, eigener Anwalt. Nach 50, ja gut, das wird dauern. Sicherheitspersonal, das werden wir uns jetzt alles sofort zugönnen. Das werden wir uns jetzt alles sofort zugönnen. Einem Sportsfreunde. Persönlicher Fotograf. Passt gut, würde ich sagen. Na gut, meine Sportsfreunde, das war's aber für diese sportliche Ausgabe des BR Pros. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Wenn ja, würde mich über den Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar würde mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier aus der NHL mitten HP bei den Winnipeg Jets weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht, in den Farben getrennt, in der Sache vereint, Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen, doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch ganz normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem meinem Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund, bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus!